Wir blicken voller Stolz und ein bisschen Verwunderung auf unsere wunderschöne Stadt Deachwater, die als anständige Hauptstadt gegolten wird. Ihr wisst schon. So, was liegt heute an? Eigentlich einiges, so wie man es also weiß. Denkt man sich, ich mache gerne das, ich will das machen und so. Am Schluss kommt eh wieder alles anders. Ist doch immer so. Erst einmal hier volles Lager, das wundert mich gerade ein bisschen. Da haben wir volle Lager am Brillen. What the fuck? Übrigens, was ich letzte Folge noch meinte, wegen dem Update vom letzten Mal, oder war es vorletzte Folge, weiß gar nicht mehr. Ich habe langsam den Überblick verloren bei Arno. Jedenfalls, von wegen, der Einfluss und so, wieder irgendwie ein Bug oder so etwas. Also, beziehungsweise ein Bug, einfach ein Update, wo man gesagt hat, hey, das muss man ein bisschen anpassen und so. Nee, da bin ich schon selber dafür verantwortlich, das passt schon so. Da bin ich ganz selber schuld, insofern. Heute, was steht an? Speicherstadt möchte ich gerne mal anfangen zu bauen. Geplant ist es in Norden B machen. Und dann wirklich mal anfangen, das war eigentlich das große Ziel, auch hier natürlich ein bisschen zu bauen, also meine, die Baufläche zu nutzen, sage ich jetzt mal, weil wir können hier einige Dinge machen. Das wäre so eine Option, die ich mir gerne offen halten würde. Auch Getreide wäre eventuell eine Option, ein bisschen mehr Platz hätte, wenn ich sie oben nicht machen müsste. Und ich meine, da wir hier sowieso ein Depot haben mit Öl, hätte ich ja eigentlich immer Strom. Dürfte auch kein Problem sein. Hier den Strom würde ich gerne ersetzen. Statt Öl halt mit Dingsbums, mit Gas. Wenn ich das ganze Öl eigentlich hierfür hätte, für die Deachwater-Produktion oder generell für die Produktionsinseln. Und schon dazu kommen, hier zu verschönern. Das wird noch ein paar Folgen dauern. Man sieht auch hier, sind wir auch gleich durch. Das ist auch sehr schön. Was haben wir sonst noch geplant? Ah, gerade erstmal ganz kurz gucken. Ich habe irgendwie gesehen, dass ich bereits eine Great Eastern bauen könnte. Ich dachte, da würde ich noch gerne erforschen, aber es geht offenbar bereits. Das kann gar nicht sein, Freunde. Ne, eben. Hä, wie kam denn darauf? Ihr habt irgendwie das Gefühl gehabt, ich könnte die Ding bauen. Hä? Mal abgesehen davon, dass ich gar keine Dampfmaschine mehr hätte. Es bildet sich bereits eine Staubschicht. Garantiert auch brauche ich. Könnte mal anschmeißen. Aber erst muss ich ganz kurz gucken, was ich mit den Brillen getan habe. Sie plötzlich so overpowered voll sind. Das ist ja ganz krass. Gut, Messinger mittlerweile auch genug. Stahl. Ich glaube, irgendwie da was angeschmissen hier oben, dass da ein bisschen mehr ist. Also würde ich jetzt mal sagen, ich kann jetzt. Komm, ich pack mal zwei weg. Damit die Uhren lasse ich mal so. Ich meine, dafür brauche ich auch Goldbarren und Dingsbums. Dann ist ja sowieso so ein Ding, wo ich noch gucken muss. Vor allem dieser scheiß Goldschmelze. Ja, danke schön, dafür schmeiße ich jetzt mal den an. So, hier Forschung. Was haben wir da? Schokoladenfabrik, genau. Item einsammeln, den wollte ich. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Also, den wollte ich eigentlich runterschicken in die neue Welt. Great Eastern. Ne, 5000. Ich habe noch gar nicht gemacht. Eben. Was? Okay, gut, zwar, wenn ich genug Forschungspunkte habe. So ein Kabis. Ganz kurz gucken, ist natürlich alle beschäftigt. Wie könnte es anders sein? Jo, alles scheiße. Sie trauen mir nicht? Nun, es ist genau umgekehrt. Schnauze. Pionier 2 macht momentan ja nichts. Der ist für den Transport zuständig. So. Wie Kautschuk und so muss ein bisschen was machen. Das dann bei Gelegenheit. Erstmal an Region begeben. Jo, geh bitte doch mal. Aber warte mal. Wenn du schon mal hier bist, ganz doof von mir. Kannst du vielleicht noch irgendwas mitnehmen? Luftschiff auf Patrouille. Was? Mann! Ja, Patrouille, bist du wahnsinnig. Luftschiff-Patrouille, hä? Ja, toll, kannst zugucken. Mir machen kannst du auch nicht. Ganz geil. Hier sind viele Dinge, die ich nach oben schippern könnte. Alleine schon mit dem Zoo. Das wäre etwas, was ich dann vielleicht bei Folge 1000 mache. Ja, Folge 1000, ne? Hatte ich auch mal. Schon mal in einem der letzten Videos. Alter, wir haben übrigens 10 Millionen, ne? Will ich ganz kurz anmerken. 10 Millionen Münzen, leck mich am Sack. Gibt es eigentlich dafür auch ein Achievement? Glaub nicht, schade. Jedenfalls, ist ja so. Einfach das Polizeirevier. Was? Kampfkraft?
Kampfkraft für Rat, für ihn. Ja gut, von mir aus. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, das, da waren Kommentare gefragt, davon wegen, ey, Folge 1000 und so, wo ich mir denke, yo, was? Von einem passiven Handel kommt. Ungewöhnlich, das hätte was für sich. Jedenfalls, ob sie überhaupt wegen Folge 1000 so was geplant habe, ob es dazu kommen wird. Und ich bezweifle ganz stark, dass es überhaupt dazu kommen wird, weil, auch wenn es theoretisch... Kann ich sagen, hier ausrüsten bei dem? Was? Das geht nicht hier unten? Oh, schade. Und zwar, ich bezweifle es, weil ganz ehrlich, wir sind jetzt bei Folge 223, glaube ich. Ist natürlich viel, gar kein Thema. Würde gar nicht irgendwie was anderes sagen, ist auch cool und so. Aber ganz ehrlich, wenn man es da irgendwie so sagen würde, geht da noch mehr? Klar, es geht immer mehr, aber die Frage ist, ob es überhaupt großartig lohnen würde, so weit noch zu machen, weil ich bezweifle, dass es von dem Spiel noch so viele DLCs gibt. Also ich glaube, Folge 300, das werden wir noch erleben. Aber viel mehr habe ich so meine Zweifel. Das ist nur was anderes, wenn man sich dann irgendwie denkt, aha, ja, und die ganzen anderen... Habe ich gar nicht so viele, krass. Wenn man sich überlegt, ja, die ganzen anderen... Ich muss schon hier hin sein. So, die ganzen anderen Arno-Let's Plays zusammen und Staffeln und so, das ist natürlich was anderes, ganz klar. Ansonsten... den könnte man rüber schicken, weil das sieht relativ geil aus. Produktionsgebäude, Unterhaltskosten, nee, Holzfällerhütten. Also Holzfällerhütte, deswegen brauche ich ihn hier nicht. Obwohl, doch, ist eine neue Welt, können wir trotzdem brauchen, egal. Aber Geschütze, Hafenaktivität, komm, bring trotzdem, schieb auch mal rüber, habe genug Platz. Hauskatze, gewöhnlich. Aktivität plus 40, ja gut, das wird jetzt ganz ein bisschen attraktiver, wird, kann ja auch nicht schaden. Okay. Dann schicke ich den doch mal rüber, geh bitte in die alte Welt, Northern Bay, gehen wir mal Bright Sands, komm. So, dann nochmal zurück in to the old world. Also, hier ist es so, ich habe den angehalten, weil die Produktion soweit ja stimmt. Und wir generell auch. Eigentlich ist alles soweit cool. Also der hier. Das umsetzen kann und dann hier zusätzliche Waren habe. Sie sind zu großzügig. Das passt alles. Den habe ich auch schon in Pause geschickt, weil es eigentlich soweit cool war. Wir das Problem, dass wir keine Fälle mehr haben, dafür produzieren wir zu viel Dingsbums eben. Ja, hier haben die Fälle. Die könnten ja theoretisch auch gefallen. Hier haben wir kaum. Ja, hier Rindfleisch und so ist sowieso auch alles kacke. Und hier muss ich ja noch gucken. So, jetzt weiß ich halt gar nicht mehr, ob ich das überhaupt schon in der letzten Folge gezeigt habe, was ich hier gemacht habe. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen... Also, man sieht, hä? Falls ich letzte Folge noch nicht gemacht habe, ich habe hier halt ein bisschen optimiert, also alles optimiert. Ein bisschen umgestellt, hä? Ich habe jetzt nicht irgendwie neue Gebäude gebaut, nee, ich habe einfach alles ein bisschen quadratischer gemacht, fertig. Und hier noch eine lange Straße gezogen, ich weiß gar nicht warum. Ist komplett unnötig. Vielleicht habe ich es irgendwie gemacht von wegen, ey, ich habe noch Platz, kann noch sonst was machen. Hast nicht gesehen. Das kann natürlich sein. Dann hier oben, hier die Kaffeerösterei, die ist jetzt halt hier. Passt, wie ich finde, auch. Dafür haben wir relativ viel Malz. Hm? Nee, eine Idee war ja, dass ich die auch runterhole, damit wir hier ein bisschen mehr Strom haben. Hm? Beziehungsweise, weil wir eben hier Strom haben, dass er dann die Produktion da unten fortsetzen könnte. War zumindest mal so ein Gedanke. Genau, das mal kurz zur Erklärung. Dass die letzte Folge noch nicht so weit war. Hier ist auch so eine Sache. Es gibt schon gewisse Dinge, wo ich mich frage, lohnt sich es nicht? Genauso wie hier, 25 Bevölkerung. Was ist das überhaupt? Wie viel ich wirklich in der Bevölkerung gerade aktuell habe? Zumindest in der Region, jetzt nicht nur auf der Insel hier.
Weil hier sehe ich nur die Insel und fertig. Mehr sehe ich hier gar nichts. Maximale Flügelzahl. Also Wielstufe 1 plus 20, aber 3000 Leute mehr. Hm. Sieht auch interessant aus. DLC, DLC, DLC. Alles voller DLCs. Tja. Langsam mal 5000. Jo, gut. Also, machen wir eine Entdeckung. Dann haben wir vorher schon mal eine weitere Great Eastern. Das wird eine Weile dauern. Das war ja zu erwarten. So. Speicherstab bauen. Ja. Wir haben noch die Kriegsschiffe. Die sind auch ready. Das Leben hier ist eher statisch. Es tut mir natürlich leid. Wertes Fräulein. Was macht man da, Freunde? Was macht man da? Hm? Ja, es hat alles nicht so das Gelbe vom Ei, muss man zugeben. Könnte überall ein bisschen besser sein. Überall. Genauso wie hier. So, was so viele Transporter, Transportwege, verzögert sich alles, ist natürlich kacke. Wo bist's? Rum, 60er und Schokolade. Hm, ja, schön. Wir werden beobachtet. Ja, wir werden beobachtet, ne? Genau, da war ja etwas, was wir in letzter Folge auch hatten, dass ich das eigentlich alles abholzen wollte und mir gesagt habe, hey, mach nur noch reine Produktion hier. Was soll der andere Schrott? Und wir haben ja... Aber haben wir überhaupt irgendwie ein Problem mit der Endfahrer, sage ich jetzt mal? Nur deiner Pflege konnten sich alle so schnell erholen. Das ist irgendwie eine witzige Sache. Bier, Fleischkonserven, so ist alles picobello. Ist nicht, dass irgendwie im Absinken ist. Gut, die Schokolade, das wissen wir. Oder das Problem nicht. Ob ich da noch ein bisschen gucken soll, hey, weiß nicht, das ist auch schon da 12 Minuten rum. 12 Minuten, wo ich nicht wirklich produktiv war. Topfen haben wir eigentlich auch genug. Ja, also mal ein bisschen gucken. Ja, Kartoffeln ist alles cool, Hopfen ist cool. Das verstehe ich sowieso nicht, wieso Paprika und Rindfleisch so unterschiedlich sind. Weil ich brauche ja nur diese beiden für den Eintopf bzw. für das Gulasch. Aber zu gleichen Teilen. Deswegen macht es keinen Sinn, warum das eine mehr sinkt als das andere. Versteht ihr das irgendwie etwas, was ich so gesehen nicht ganz kapiere? Und mein Gehirn sich sagt, nee. Das macht keinen Sinn. Das ist auch irgendwie, wenn ich so überlege, ein bisschen doof. Cool, wenn ich die Schiene irgendwie ganz da nah ran hätte, würde sie nicht so ganz funktionieren. Naja. Wäre es denn überhaupt, wenn ich jetzt hier eine Straße ziehen würde, dann überhaupt Strom drauf? Wo? Können wir machen. Natürlich so, dass auch nach der Stromverbrauch selbst hier auch erhöht, wa? Aus der ganzen Insel halt. Und hier reicht sie nur bis hier rüber, aber das wäre ja auch schon mal nicht so schlecht, ihr wa? Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön. Was habe ich denn hier überhaupt alles, hä? Ich habe natürlich... Anzahl Module, Nutzpflanzen. Nutzpflanzen farmen. Und da stellt sich halt die Frage, hä, soll ich das Ganze mal... Volles Lager, toll. Holz, cool. Habe ich irgendwo noch einen sowieso abholzen können, weil es ein bisschen zu viel des Guten ist? Also ich das Gefühl habe, der bringt sowieso nicht mehr viel, also weg damit. Das beeinflusst natürlich die Kühlerei, wird belagert. Das könnte theoretisch mal die beiden entfernen. Einfach mal so. In die Pause schicken, die geht leider nicht, schade. Und dann den mal irgendwo anders hinschicken, weil es aber 40% weniger Produktivität will. Und ich kann jetzt den natürlich was anderes nutzen.
Wäre ja auch nicht so schlecht, hä? Ihr seht, ich gehe da momentan ein bisschen andere Wege. Statt immer 9-9 zu bauen, erstmal zu gucken, hey, wovon brauche ich jetzt irgendwie weniger? Was könnte man noch irgendwie besser machen? Also wie hier zum Beispiel, weil irgendwie das mit dem Gold gefällt mir gar nicht. Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Wenn Gold solche Probleme habe. Hier war sowieso ein ganz anderes Thema. Also gewisse Wege, die ich hatte, ja auch ersparen wollte. Irgendwie für die Schokolade und Kakaoproduktion oder Wege. Warum immer von hier mitnehmen und rüberschicken? Und nicht direkt von hier ausnehmen, ne? Macht gar keinen Sinn. Prosperity. Hola. Doch hier eben auch, hier fehlt sowieso eine Goldproduktion. Lasse das jetzt doch erstmal noch und sag mir, nee, erstmal alles in der alten Welt angucken. Ja, macht Sinn, weil sonst verzettel ich mich wieder und verpasse dies und jenes und das nicht gesehen. Dein Goldbarren bzw. Gold selber ist klar. Jetzt, wenn ich Gold habe, darum kümmern wir uns bei Gelegenheit. Das passt soweit auch. Bist du das eigentlich gerade? Nee, das ist ein anderer. Alte Weltverteilung, ja gut. Du bist ja da, hm? So, du kannst schon mal das. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Oh, du meine Güte. Ja, es ist leider so. Wo zum Henk? Habe ich jetzt die alte? Den alten. Hier also. So, dann mal ganz kurz gucken. Da ist ja hier Produktivität und Walddichte. Holzfällerhütten, Köhlerei, Wanzer, Holzfällerhütte. Die Frage, wozu man eigentlich den aufstellen soll. Flugroute ist eingezeichnet. Erstmal gucken, nicht wahr? Ist ausgebrochen. Das ist natürlich kacke. Weiß ich aber keine Polarwacht. Ich habe ich welche. Hier. Ja, pff, dauert halt, bis sie das, sich das davon erholt haben. Shit happens. Wenn sie eine Vorführung. So. Apropos Gas. Wie sieht es eigentlich damit aus? Ich meine, ich müsste schon ein ordentliches Gaslager haben. Ja. Ich glaube, Freunde, ich riskiere es mal, hm? Wir haben ja überall dort, wo wir jetzt hier Strom brauchen. So wird es ein bisschen schwierig. Spiel gesichert, Dankeschön, Spiel. Machen wir es da halt doch irgendwie wieder so. Eigentlich ist Gebäude Typ, warte mal. Ha. Ich bin so begeistert von uns. So, erstmal gucken, wo zum Henker. Ja, Dankeschön. Wo zum Henk. Kann auch quasi voll. Empört und jetzt plötzlich gefällt es ihr wieder. Okay, ich habe nur diese beiden wieder. Sehr gut. Scheiße, Völkerungsinseldurchschnitt. Das ist der Grund, wieso ich deswegen all die Dinge hier abholzen wollte. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Damit halt irgendwie die Zufriedenheit steigt. Zu essen. Das steigt ja eigentlich auch schon dadurch. Na gut, schaffe ich sowieso nicht mehr, weil er muss für 5 Minuten halten. Also ist eh gegessen. Produziere gar keinen Schnaps, was geht das sowieso nicht. Ja gut, kann ich eh knicken. Gut, aber das hat nicht geschafft. Scheiß drauf. Wenn ich das jetzt einfach mal knicke. Hä? Ja,
Ernsthaft jetzt? Weil ich hier am Forschen bin. Und momentan geht es hier nicht, weil keinen Strom hat. Natürlich könnten wir versuchen, ohne jegliche Infrastruktur zu arbeiten. Oh, welch ein Look. Schön, finde ich. Bis auf den Strom, war. Och nö, jetzt finden hier wieder Materialien. Alle, leck mich doch am Sack, hey. Warum ständig irgendwas fehlen? Eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. So. Dinger schnell mal absetzen und dann hier wieder mitnehmen. Sie hat kaum noch Fenster, ist auch kacke. Noch statt Beton, wo ich dann relativ viel habe, nehmen das auf. Kurs. So, Speicherstand. Hätte ich überhaupt genug Materialien jetzt zu bauen hier? Ich habe so meine Zweifel. Warum Speicherstand Ornamente? Wo ist denn die richtige Speicherstadt? Hier. Ne, wenn schon, machen sie natürlich hier oben, ne? Ist klar. Freien Hafenbereich erforderlich. Ich habe hier den Pendler, kann ich mal vorzuhalber gebaut haben, aber ganz ehrlich, den brauche ich sowieso nicht mehr. Ich habe echt noch viele von den Dingern. Kommt die genau mal weg. Jetzt ein bisschen mehr Einfluss. So. Die Frage, weiß es klug, den so weit außen zu bauen? Da bin ich nämlich ein bisschen unsicher. So, Spiel wird jetzt nicht rumlegen. Tatsächlich gerade, was ich hierbei besser anbieten würde. Komm. Machen wir uns mal ganz, ganz doof. Ganz hässlich. Ich muss den Quatsch irgendwo hier hinbauen, geht nicht anders. Das Teil wird, glaube ich, so wie ich gesehen habe, noch relativ groß werden. Hm? Frage, ob ich die Dinger hier noch überhaupt noch brauche. Ob die Speicherstadt selbst schon, keine Ahnung, um 100.000 oder ja, eine damals Million. In Minen hätten sie keinen Tag überlebt. Ja, das höre ich öfters. Die Epidemie wurde besiegt. So, Freunde. Speicherstadt. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Klingt schon mal cool, wobei natürlich die Insel attraktiver wird. Könnte man sich ja auch fragen, warum nicht überhaupt die Speicherstadt doch direkt hier bauen. Hm? Aber egal. So, wir haben sie uns mal gebaut. Wo ist wieder mein Schiffchen hin? Ja. So, jetzt habe ich natürlich vergessen, was ich bauen wollte. Ne, ich habe es nicht vergessen. Ich sehe es gerade wieder. Wo ist er jetzt? Ja. Ein gasbetriebenes Kraftwerk. Gas, Gas, Gas. So. Ich habe natürlich Minus, weil ich jetzt dort die Leute brauche und hier ja. Und ich brauche mindestens 1000.
damit das klappt. Anderes, also damit ich überhaupt da forschen kann. Andererseits kann ich die eigentlich auch ein bisschen upgraden wieder. Wenn natürlich auch nur ein Teil ist, klar. Das wiederum bedeutet, ich habe dann wieder natürlich mehr Ausgaben bei gewissen Produkten, ne? Das ist auch klar. Bei denen. Ich kann sagen, bei denen die Prämien nicht irgendwie gesperrt. Das wäre mir doch aufgefallen, Freunde. So. Hey, wieso fehlende Ware? Willst du mal verarschen? Die Menschen lassen sie hochleben. Ah, noch um die 576 Tonnen Gas im Lager. Oder willst du mal sagen, du hast kein Gas? So, warte mal. Ja gut, unter Umständen könnte es natürlich sein, dass hier ein Ding fehlt, wa? Weil das ja auch hässlich ist. Kein Grund mehr, um das Ganze wieder abzureißen. So, hier aber gar nichts. Hier aber. Die ganze Mühe, die ich mir gemacht habe damals. Anno dazumals. Alles für den Arsch. Also da weg. Kann also da anders bauen. Schön. Da lacht das Herz. Und weint gleichzeitig. Ein lachendes und weinendes Herz. Was nicht alles gibt, wa? Ich weiß nicht. Ich kann das hier ein bisschen besser hinbauen. Hä? Achso, geht echt einen langen Weg, okay. Ich hätte es doch zu euch gebracht, Freunde, wenn ihr nur ein bisschen geduldiger wärt. Hm? Aber so ist es, Freunde, in der heutigen Zeit. Man müsste einen Kreis ein bisschen entschleunigen, aber es ist schwierig. Kaum zu schaffen. Mag ich immer nicht, ey. Auch den mal hier unten hin. Könnte man es irgendwie ein bisschen optimaler machen? Irgendwie sehe ich keine große Möglichkeit. Den hier oben, aber was bringt das? Vielleicht lassen wir noch was einfallen, was ich noch irgendwie mit dem Platz da hier und so machen kann. Außer näher ranbauen natürlich. Vor allem hier natürlich eine Option. Stimmt, ich habe hier natürlich anders einen äußeren. Das hier vor allem, weil ich hier noch Ding abbaue. Da kommt jemand. Was eigentlich mir so lange machen wollte. Und wieder mal fehlen Waren. Also, momentan auf Gasbetrieb umgestellt. Ich hoffe, das klappt. Bis auf Weiteres. Bin sehr gespannt. Das verhalten wird. Das heißt, im momentan habe ich hier halt gar kein Öl mehr. Was ja auch der Sinn ist. Die Dinger hier müssen alle auch noch weg, bei Gelegenheit. Das kann ich nachher noch ein bisschen nach oben schieben. Dann habe ich hier noch ein bisschen mehr Platz. Okay, und vielleicht sogar die Häuschen auch alle hier unten hin oder keine Ahnung. Das Forschungsinstitut nachher hier oben hin, da wäre eine Option. Ich wollte es eigentlich ja hier unten haben, wa? Eigentlich schon, egal. So, was fehlt sonst noch? Haben wir jetzt... Da sind wir noch mit der Fracht da, sollen wir endlich mal runter. Runter in die alte Welt, einfach irgendwo hin. Die alte Welt kümmern mich vielleicht in der nächsten Folge schon, mal gucken. Das ist eine Speicherstadt, hey, ist eh so ein Thema. Wir stecken hier viel her.
Auch schon längstens bauen, natürlich keine Materialien, nix. Jetzt muss ich oben endlich mal mit den Fenstern gucken. Die ist natürlich, glaube ich, zum einen sowieso minimiert, zum anderen, ja komm. Mein zweites Fenster ist zurück. Selbst bemerken müssen. Ich habe so viel Glas produziert, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so viel, oder? Ich wusste gar nicht, dass. Den kann ich auch mal nein. Ich sollte nicht nach. In die Rente schicken, ja, wir raus ein Häuschen. Da hier, Holzfällerhütten ausgerüstet. Hä? Warum hier unten? Was bringt denn der Förster? Hier bringt er gar nichts. Ausgangsmaterial. Ja, also halt auf Quarz angehen. Hm. Wir haben noch viel Quarz momentan. Ja, okay. Kann man noch machen. Diese Ausgangsmaterialien-Ersetzerei. Hä? Da ist auch immer so ein Thema. Wo man sich fragen kann, lohnt es überhaupt? Lohnt es nicht? Egal, Leute, wir sind wieder mal 30 Minuten angelangt. Sehr, sehr schön, wenn man dem so sagen will. Dann gucken wir uns doch mal noch die Speicherstadt an. Ich hoffe, ich mache jetzt gar nicht Falsches. Ich will mich irgendwie leicht eingeengt, kann das sein? Ist noch ein bisschen unelegant. Warte mal, dann geht doch auch anders. Komm, geh mal hier hin. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Ja, die falsche Tastenkombi verwende. Ja, super. Schick mir aber die hintere. Mann, ich wollte in die vordere. Wie mich hier hinkommen. Achso, nein! Ja, Easter Egg found. Ja, leck mich. Sag mal. Komplett woanders. Oder? Nee, stimmt. Was siehst du natürlich nichts. Hä? Ist halt bewaffnet? Nee, aber sah grad so aus. Da hat er sicher irgendwo. Ja, hier, super, das Konto. Meine Fresse mit zwei Bergen. Na, 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 na. Oh, danke schön. Bin natürlich noch viel zu weit weg. Super. Scheiß Warenlager. Ja, alles leer. Was soll denn die Kacke? Ja, komm, zeig mir natürlich noch einen Stink. Hey, ganz ehrlich. So, Freunde. Ocean Dingsboom. Die sind ja auch im Handeln, wie auch immer. Wir gucken mal in der nächsten Folge, was man hier genau alles machen kann. Ein paar Dinge haben wir bereits aufgeschnappt und hier muss ich sowieso gucken, dass es irgendwie besser aussieht und so. Und vor allem, wie wir die ganze Speicherstadt ausbauen können und was es vor allem eben uns überhaupt bringt. Das wird noch eine interessante Frage sein in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye bye.